Schnee. Metamorphose. Woher weiß der Schnee, wann und wie er sich wieder verflüssigt? Wer bestimmt die Form? Leichter, kristalliner Schnee, den der Wind gerne mit sich treibt und sanft wieder in Wehen absetzt. Ja, selbst aller Schwerkraftsregel zuwider, im Wechselspiel unterschiedlicher Temperaturen, in weit über den Abgrund hängenden Wächten verfestigt. Und wenn nach einer gewissen Erwärmung durch lichte Sonneneinstrahlung gar eine Verflüssigung stattfand, jedoch die Temperaturen wieder einen gewissen Punkt unterschreiten, verwandelt sich alles in eine uniforme Form. Fest und hart, klar oder milchig trüb. Kleine Bläschen Luft fest einschließend, seine Farbe sanft, meliert und unterschiedlich. Das Licht reflektierend, selbst leuchtend. Warum? Weshalb? Wie? Sind nicht Wasser, Schnee und Eis das Gleiche? Doch so unterschiedlich. Verspielt, zweckgebunden. Doch durch wen? Durch was? Wer bestimmt und vermittelt diesen verschiedenen Formen des Schnees, sich schließlich zu verwandeln, aufzuklaren und wieder in Bewegung zu kommen, zu fließen, neuen Regeln zu folgen? Wann lassen sich die Kristalle gegenseitig los und zerschmelzen zu unsichtbaren Clustern, fließend verbunden, klar und rein, ruhig stehend oder sich durch eine magische Kraft der Erdanziehung folgend in Bewegung versetzend? Wer definiert die Formen des Flusses? Was hält das Wasser zusammen in dünnen, fließenden Fäden? Wer bestimmt, wann solche Flussfäden plötzlich aufreißen und sich individuelle Kugeln bilden, eine kleine Zeit lang im freien Falle schwebend, in die gleiche Richtung strebend, sich auf festem Grund wieder vereinen, ihre Erfahrung austauschen, gemeinsam Pfützen und Rinnsale bilden, Bäche, Flüsse, Seen, Meere. Und irgendwann, der Schwerkraft entfliehend, erneut in die Höhen aufschwingend, dem ewigen Kreislauf folgend. Wer, was hat sich so etwas ausgedacht? Ist so verspielt, kreativ, gesetzmäßig, voller Sinn und umfassend.